Am 1. Jänner 2021 war es soweit. Die Scheidung ist vollzogen. Großbritannien ist nicht mehr Teil der Europäischen Union und damit nicht mehr verpflichtet, den EU-Regelungen zu folgen. Zum Glück gab es zu Weihnachten eine Einigung, einen Deal zu den diversen Bereichen wie Handel, Einwanderung, aber auch zum Tourismus. Was ändert sich jetzt für britische Reisende genau? Briten benötigen auch jetzt kein Visum, wenn sie nach Österreich reisen. Das gilt, solange sie nicht länger als bis zu 90 Tagen in einem Zeitraum von 180 Tagen in der EU bleiben. Bleiben sie länger als diese 90 Tage, können sie um ein Visum ansuchen bzw. eine Arbeitserlaubnis. Zusätzlich könnten Briten bei der Einreise auch gebeten werden, ein Rück- oder Weiterflugticket vorzuweisen. Ab 2022 soll es dann ein Visa-Waiver-Programm geben, mittels welchem alle Nicht-EU-Bürger, also auch die Briten, gegen eine kleine Gebühr ein Visum erhalten und nach Europa reisen können. Es ist ähnlich dem US- bzw. dem kanadischen System und kein Resultat vom Brexit, sondern soll allgemein die Sicherheit in der Europäischen Union erhöhen. Eine Änderung betrifft den Reisepass. Am Tag der Reise muss der Reisepass mindestens noch 6 Monate gültig sein und darf nicht älter als 10 Jahre sein. Auch hinsichtlich der EHIC, der European Health Insurance Card, gibt es Änderungen. Diese ist für Briten nicht mehr gültig. Allerdings sind alle Karten, die bis Ende 2020 ausgestellt wurden, weiterhin bis zu ihrem Ablaufdatum gültig. Danach soll es von der britischen Regierung eine globale Karte geben. Details dazu liegen aber noch nicht vor. Ein Thema, das immer wieder aufkommt, sind die Regelungen zu Roaminggebühren. Es können ab jetzt je nach Anbieter Gebühren anfallen. Allerdings haben bereits einige britische Anbieter angekündigt, keine Roaminggebühren zu verrechnen. Wer in der Zukunft mit seinem Haustier verreist, muss in Zukunft immer ein Animal Health Certificate vorweisen. Dieses bestätigt, dass das Tier einen Microchip trägt und gegen Tollwut geimpft ist. Reisen mit Haustieren ist also weiterhin möglich, wird nur komplizierter. Soweit die wichtigsten Infos für britische Reisende. Ein Hinweis noch zu Geschäftsreisen nach Großbritannien. Wichtig ist hier vor allem die Länge der Reisen. Wenn es kurze Reisen sind, ändert sich nichts. Bei einer Länge von über 6 Monaten wird ein Arbeitsvisum benötigt. Eine relevante Änderung betrifft noch die Saisonniers, zum Beispiel britische Skilehrer in Österreich oder der EU. Seit dem 01.01.2021 sind britische Staatsbürger Drittstaatenangehörige. Das heißt, sie benötigen, wenn sie länger als 90 Tage in der EU bleiben, ein Visum und eine Beschäftigungsbewilligung im Rahmen der jeweiligen Kontingentverordnungen. Befindet sich ein Brite bereits vor dem 31.12.2020 in Österreich, kann er oder sie einen Aufenthaltstitel beantragen. Das ist allerdings nur möglich zwischen dem 01.01.2021 und dem 31.12.2021. Soweit die wichtigsten Änderungen, wenn es um die neuen Regelungen hinsichtlich Reisen und Brexit geht. Während wir, die Briten und Europäer, uns in den nächsten Wochen und Monaten an diese neuen Gegebenheiten gewöhnen, bleibt eines aber weiterhin aufrecht. Die Briten werden weiterhin ins Ausland reisen. Die Reiselust und die Sehnsucht nach Urlaubsreisen sind sehr hoch, vor allem das im Moment und im letzten Jahr nicht möglich war. 2021 ist die Zeit, wo diese Reiseträume von 2020 erfüllt werden sollen. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute für 2021 und ich hoffe, dass Reisen bald wieder uneingeschränkt möglich sein wird.